Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Midnight Ghost Hunt. So, dann wollen wir mal. In dem Optionsmenü war ich schon. Eingestellt ist das Spiel. Ich würde trotzdem mal sagen, wir sehen uns als erstes mal ein Jäger-Tutorial an, bevor wir uns ins richtige Getümmel stürzen. Dankeschön. Let's go over the basics, shall we? Ja. Wo sind meine Waffen? You're a hunter. Your job is to find and destroy ghosts. Ja, das klingt gut. Clients call us in when they find a ghost infestation. Aha. Ich bin ein Ghostbuster, das gefällt mir. As you might suspect, the ghosts don't want to be found. Ja, sowas in der Art habe ich mir gedacht. Can't tell just by looking. Aha. Over the years, we've developed technology to help us find ghosts. Ja, das habt ihr gut gemacht. Let's start with the ghost sensing radar. Aha. Watch that dial. A high reading could mean a ghost is nearby. Okay. Ist aber alles niedrig. There's other gadgets. More on that later. Of course, finding the ghost is only half the battle. Aha. You'll need a weapon to finish the job. Das finde ich auch. Die sieht gut aus. Nein, ich wollte doch die andere. Standard issue anti-ghost weapon. Oh, das funktioniert gut. Well done. There's more weapons to choose from. More on that later. Nein, ich will die. You'll have 5 minutes to destroy all ghosts in the area. Na gut. If time runs out, the clock will strike midnight. Das klingt nicht gut. Midnight is the ghostly hour. They become very powerful. Dann brauche ich eine mächtigere Waffe. If midnight strikes, the tables have turned. They hunt you. Oh. All destroyed ghosts return to life. They will want revenge. Nein, keine Rache. Your only hope is to survive until evac arrives. Das klingt super. Stick with your team or try to hide. Either way, the odds are grim. Ja, ist ja gut. Das sind nicht die besten Jobaussichten hier. Ich gebe mein Bestes. Oh, definitiv ein Geist. Ah. Okay. At the generator, you can change your gear and heal. Dankeschön. Her damit. Let's try switching your radar for a vacuum. Was bringt denn Staubsauger? Bereit. That's the ticket. You'll be doing that a lot. Okay. You can use this vacuum to clean up destroyed ghost shards. Na gut. Let's go vacuum up the shards of the ghost you just destroyed. Mit Rechtsklick, okay. Vacuum ghosts still return at midnight, but in a weakened state. Na, das klingt gut. I think we've covered the basics, recruit. Sehr gut. But before you go on your first hunt, I urge you to try out more weapons and gadgets here. There's some target dummies set up for you too. If you prefer target dummies, Hunter, we'll be watching you. Jo, Waffe. Hui, hui, hui. Okay. Dann stürzen wir uns mal in ein richtiges Match. So. Startmenü, Schnellspiel, das klingt super. Dann schauen wir mal, ob wir die Geister finden oder ob wir selbst ein Geist sind. Wie gruselig. Na komm, Spiel ist doch gerade erst rausgekommen. Wo sind die Matches? Da sind sie ja. Besser als auf Tinder. Aber genauso langsam. Na egal, ich bin... Lobby wird reserviert, das lassen wir hier zu, die Firewall. Ja, das sieht doch gut aus. Ich versuche mich nicht so schlecht anzustellen, dass die mich wieder kicken wollen, aber versprechen kann ich nichts. Bereit. Hi Jungs. Geh um Geistermeister zu spielen. Aktion von... Okay, Apparat, Hilfsapparat, Vorteil. Ja, schön für euch. Match beginnt in 30 Sekunden. Mensch, die UI erinnert sehr stark an Rainbow Six Siege. Glaubt, die Entwickler haben aber nicht wirklich was damit zu tun. Trotzdem kriege ich Rainbow Six Vibes. Weiß auch nicht warum.
Vielleicht ist die Community ja hier ja auch schon so toxisch. Wer weiß das schon? Ich will mein Arsenal nicht ändern, ich will Geister auf die Fresse hauen. So. Match beginnt. Im Herrenhaus. Wo ist mein Radar? Auf 3. Das Tutorial hat mir doch... Hä? Ich habe kein Radar. Ich hätte mein Arsenal ändern sollen. Hier geht es ja. Nicht Staubsauger. Ich brauche ein Radar. Oh, irgendwas ist hier ein Geist. Geist in der Nähe. Nein, Geist nicht mehr in der Nähe. Wer hat denn einen Staubsauger? Kann ich ja auch holen. Was bist du? Saugst du auf? Sehr gut. Bist du ein Geist? Hallo? Irgendwer ein Geist hier? Irgendwer muss doch hier ein Geist sein. Die Pflanze. Nee, leider nicht. Ich gehe mal mit meinem Team nach. Bist du ein Geist? Ja. Ich würde sagen, das war einer. Das war auch einer. Okay. Vielleicht muss ich was pingen. So. Hoffentlich kommen die Geister nicht zurück. Ich soll, glaube ich, bei meinem Team bleiben. Hier unten ist zumindest gerade keiner. Was bist du denn? Ein Truthahn? Warum denn das? Das ist bestimmt alles ganz normal hier. Hab keine Ahnung, wo ich bin. Zumindest gibt es hier keine Geister. Ah, da sind ja meine Leutz. Wie komme ich wieder hoch? Ah, hier über die Wendeltreppe. Also irgendwie muss man sich da wahrscheinlich ein bisschen besser mit seinem Team absprechen. Oh, da drin ist, glaube ich, einer. Ein ganz fieser, mieser... Ist er gerade hier drin gespawnt oder ist er oben? Ich glaube, der war oben. Gehen wir trotzdem mal zurück. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir alle Geister erwischen. Wieso machst du sowas? Au. Und wie heile ich mich? Nein! Wieso greift mich das Hähnchen an? Wie ping ich? Mit Z kann ich was sprühen? Kann eine Emote machen? Ja. Die Fragmente müssen aber aufgesaugt werden. Und ich bin richtig am Arsch. Warum denn das? Da gehöre ich doch gar nicht hin. So, dann hol mal, glaub mal, einen Staubsauger. Wir haben nur noch 1 Minute 50 Zeit. Heile ich mich hier? Nö. Ich habe leider nicht gelesen. Hier vielleicht. Ah, heilen. Na, das geht ja. Nochmal bitte. So, welcher Geist will auf die Fresse? Und wie viele Geister gibt es überhaupt? Oh je, oh je. Hier müsste es vielleicht einen Schalter geben. Durch die Tür komme ich nicht. Vielleicht so ein Buch, mit dem er interagieren kann, dass das Regal wegfliegt. Oh, probieren wir es. Die Notiz da bestimmt. Das ist eine böse Notiz. Nö. Lampe. Nö. Also hier ist irgendwas. Du? Nö. Du kannst es nicht sein. Die ist aber trotzdem drauf. So, da kommt definitiv kein Geist mehr rein. Weiß aber echt nicht, wie man es kennt. Okay, der Geist hier ist weg. Vielleicht habe ich ja was Gutes getan. Oh, oh, nur noch 32 Sekunden. Geister, komm zu mir. Obwohl die Geister, die man ruft, bekommt man meistens nicht weg. So.
Ich würde gerne wissen, wie viele Geister noch übrig sind. Und wie man pingen kann. Bestimmt mit alt oder so. Nö. Oh oh, 11 Sekunden. Ich glaube, wir haben irgendwas falsch gemacht. Oder? Jungs? 9! Nachladen. Ich bin am Nachladen. Was macht die komische Pflanze da? Mist. Also, ich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel hier halten soll. Ah, hier geht's lang. Ich dachte, ich bin gejagt. Mist. Komm schon, Jungs. Ballert auf alles, was sich bewegt. Nee, das war nix. Irgendwie komme ich mit dem Spielprinzip noch nicht so ganz klar. Wäre mal interessant, Geister zu sein. Sitzt man da wirklich in der Ecke oder kann sich Objekte noch aussuchen? Kerze sieht ja ominös aus. Nein! Hier wurde ausgeschalten. Hab zu spät realisiert, dass da meine Jungs liegen. Nein, die Geister siegen. Wie haben sie das geschafft? Wo bin ich denn eigentlich? Lass mal offen. Letzter. Okay. Nee, da hat noch jemand 0 Punkte. Ja, bester Jäger war Norn, der hat 4 Geister vernichtet. Boah. Ja, mit den EP. Warum denn nicht? Gut, neue Herausforderung fortsetzen. Nächstes Match beginnt in 8, 7, 6. Na gut, vielleicht braucht man einfach eine andere Waffe. Ich glaube, das lag einzig und allein an der Waffe. Und dass das Spielprinzip noch ein bisschen weird ist. Aber ist nicht schlecht, das Gunplay macht zumindest Spaß. Also irgendwie... nutze eine Heilkugel. Was willst du von mir? Phantom? Vorteil? Phantom? Schauer? Unterkühlt Jäger? Ah, ich bin glaube ein Geist. Aha. Und wo muss ich hin? Spezialfähigkeit. Ein Glück kann ich mich tarnen. Hui. Kann ich in die Lampe da gehen? Kann ich überhaupt? Nee, Besitz ergreifen. Hier von so einem scheiß Faxgerät oder... Nee, ist hier kein Faxgerät. Irgendwie Audio... Genau, hier ist es ein Faxgerät, wer weiß es. Wenn ich da hinten in den Gascontainer gehe... Okay. Hui! Wir können ja auch umdekorieren, das ist ja nett. Zurück zu Geist mit G. Das ist ja praktisch hier. Schade, dass man nicht irgendwie oben reinkommt. Oder hier in die Puppe würde ich da gern gehen. Und den richtig schönen Schrecken einjagen. Das ist natürlich auch cool hier. In 12... Okay, Wagen. Oh! Dann gehen wir mal erstmal... In den Hebel kann ich nicht, aber ich kann ja hier in den Karton. Oh nein, sie sind hier. Überlebe bis Mitternacht. Okay, 5 Minuten überleben als Karton, das kriege ich hin. Das habe ich in Metal Gear Solid auch gemacht. So. Kann ich den Wagen auslösen? Komm schon. Irgendwie um die Ecke schielen. Oh, das wäre ja meiner gewesen. Kann man die auch jetzt irgendwie schon töten? Bobby versaust gerade ein bisschen für mein Team. Ich gehe mal in den Stuhl. Und in die Mülltonne. Da, wo ich hingehöre. Was kann ich am Schreien machen? Kann ich da rumschreien? Hui.
Nein! Muss man da wiederbeleben und warum? Das erinnert mich ein bisschen an Prophand. Wurde er wiederbelebt? Oh oh. Oh oh. So, noch 3 Minuten müssen wir aushalten. Das ist ganz interessant. Ich würde ganz gern in Kleiderbügel gehen oder in so eine Büste. Ich glaube, hier bin ich auch ganz gut. Kann natürlich auch in die Statue gehen oder... Na, leider nicht in das Creepy Clown-Ding. Was muss ich für Ektoplasma abbrechen? Also ich muss mich bewegen. Na gut, das macht Sinn. Hui. Sonst, wenn man nur campt, ist es ja auch unfair. So, wo sind denn die Gegner? Ich glaube, die sind alle mit dem Spielprinzip noch nicht so wirklich vertraut. Hui. Oh, eine Heilkugel. Gesundheit bereits voll. Na, so ein Mist. Mist. Nein. Ahnenabklingzeit. So ein Mist. Zurück als Geist. Nein. Nein, wieso verliert immer das Team, wo ich dabei bin? Fuck, ey. Naja, aber so langsam kommt mal rein. Ich hätte mich woanders verstecken sollen. Ha, ha, ich war der beste Geist. Gesamtpunkte 0. Was hätte ich denn machen sollen? Ist egal. Nächste Karte Theater. Na, das gibt ein Theater. Da bin ich mal gespannt, als was ich jetzt reinkomme. Also Geist weiß ich noch nicht, außer verstecken. Kann man die trotzdem umbringen? Vielleicht. Bin mir aber generell nicht sicher, was ich tun soll in dem Spiel. Auf Geister schießen ist ja die eine Sache. Ich will mal... Oh, ein Geisterklopper hätte ich. Nee, ich nehme lieber die... Nein! Wieso schließt der Host den Server? Ich glaube, ich wurde gekickt, weil ich scheiße bin. Schnelles Spiel. Kann ich mich anpassen? Geisterarsenal. Nee, will ich nicht. Wie viel von diesem... Aktueller Stand 400. Ja, ist das Levelzeug. Vorteil Leichtgewicht. Kann ich mir nicht viel kaufen. Geisterreichweite. Schauer. Unterstützungsspuk. Phantom. Fluchtfähigkeit. Das habe ich ja ausgerüstet, okay. Ich nehme mal das fertig. So, wo sind die Matches? Ich habe doch gesucht. Kann ich mein Arsenal nicht anpassen? Verlasse Lobby? Nein, ich wollte sie nicht verlassen. Ich wollte doch spielen. Irgendwie? Nee. Match gefunden. Okay. Ich bin nur noch etwas verwirrt. Auch, dass hier der Text sich ein bisschen überlappt. Das wird bestimmt. Das sind Kinderkrankheiten. Das wird rausgepatcht. Einfach schön. Irgendwann demnächst. Ich bin aber noch nicht überzeugt von dem Spielmodus, muss ich sagen. Oder von dem Spielkonzept. Also bei Rainbow Six weiß man, wo man dran ist, aber hier... Ja, Geister halt. Gut. Geht schon los? Ja, einer hat Spiel verlassen, das ist doch schön. So. Wer braucht Hilfe? Wer ist ein Geist? Wer will auf die Fresse? Da unten will bestimmt jemand auf die Fresse. Ich glaube, das wird cool sein, wenn man es mit Kumpels spielt und dann wirklich im Chat das
im Sprachchat das systematisch macht. Aber ich, Jungs. Na, da war gerade ein Spike. Ghost over here. Ghost over here. Sagt mir, worauf ich schießen soll. Komm schon. Ich spüre Kälte. Jungs. Ich spüre Kälte. Weiß nicht, wo die herkommen. Also als Geisterjäger stelle ich mich gar nicht gut an. Gibt's hier einen anderen Weg, als nur mit diesem Ding rumzurennen? Na gut, man könnte ja auf Sachen schießen. Jungs, ich weiß nicht mal, wie ich was pinne. Pinge, nicht pinne. Die Taschenlampe. Mensch, die verstecken sich aber gut. Ist das eine Riesen-Map? Gerade bisschen wenig Action hier tatsächlich. Ich glaube, die Geister haben eine ganz gute Ecke gefunden. Alter, nur noch 2,5 Minuten und wir haben noch nix. Okay, irgendwo gibt es einen Schalter, der bedient wird. Das ist mies. Komm schon. Wer macht sowas? Boah, ich krieg ja gar keinen Ausschlag. Im Gegensatz zu meiner Haut. Mein Team ist auch hoffnungslos verloren gerade. Könnt Nachschub holen, aber wofür? Oh, noch 2 Minuten. Gehen wir mal nach oben. Da war man noch gar nicht. Na gut, so hoch kommen wir auch nicht. Ich spüre Kälte. Da ist doch was. Also wirklich getarnt sind die nicht. Komm. Irgendwo steckt er doch drin. Mist. Ja! Nein! Wieso ich? Wie kann ich einfach ausgeschalten sein? Jungs, belebt mich wieder. Yay, Vernichtungsassist. Bin ich wieder am Leben? Ist das schön. Irgendwo sind hier Geister. Nein, noch 50 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, wo welche sind. Da. Das ist doch bestimmt einer. Mist! Jungs, wo? Ich brauche auch Hilfe. Bei was? Oh, jetzt werden wir gleich die Gejagten. Mensch, sind wir scheiße in dem Spiel. Nein, die Schuld liegt nicht nur bei mir. Das ist ja mal was Schönes. Boah. Echt bisschen merkwürdig, das Spiel im Moment. Wieso muss ich immer so schnell nachladen? Wie belebe ich dich wieder? Ich habe keinen Defibrillator. Nein! Ein Schlag und ich bin platt. Ah, die Geister obsiegen. Da hat jemand eine Seele verzehrt. Ich wusste gar nicht, dass das in dem Spiel geht. Und da sind sie ja. Und einer hat schon eine coole Tarnung. Also wir waren allesamt scheiße. Hat da überhaupt jemand Punkte von uns? Oh. Einer hat 450 Punkte und 3 Kills. Wie ist ihm das gelungen? So, gut. Fortsetzen.
Da schauen wir mal. Ich glaube, wir können Revanche fordern. Nee, danke. Da war man nicht gut genug für. Da war man einfach nicht gut genug für. Okay, die verlassen alle das Spiel. Wir suchen neues. Oder? Schnelles Spiel. Suchen. Anpassen. Wir können eine neue Waffe kaufen. Glaube ich. Distanzwaffe. Oh, ich hätte natürlich gern das... Oh, hat schon geladen. Und ich beschwere mich, dass das so lange dauert. Das Spiel hat wohl begriffen, dass ich nichts kann. Ich spiele in der nächsten Runde. Wieso join ich dann so im angefangenen Match? Nein. Na gut, müssen wir zuschauen. Oder wir können, glaube ich, auch rausgehen. Match verlassen. Bestätigen. Keine Ahnung, warum ich da reingeworfen werde. Ich habe nicht darum gebeten. So, anpassen. Arsenal. Mir hat man eine schöne neue Waffe versprochen. Frost bisher damit. Freischalten. So, fertig. Und schnelles Spiel. So, jetzt aber nochmal richtig. Nun weiß ich nicht, was ich hier... Schnelles Spiel. Suche nach Match. Sehr gut. Haben wir das auch noch hinbekommen. Nee, gut. Das sollte jetzt möglichst schnell wieder gehen. Serverbeitritt fehlgeschlagen. Nicht genügend Platz für meine Party. Weil ich so fett bin, ich habe doch keine Freunde, mit denen ich spiele. Ich hoffe, ich komme als Geist wieder dran. Irgendwie war das gerade komplett... Ich habe keine Ahnung, wo die waren. Mein Scheißding ist einfach nicht ausgeschlagen. Jö, Frostbiss. Dankeschön, bereit. So, drücke G, um Geistermeister zu spielen. Aha. Na, wenigstens ist es ganz nett, um die Wartezeit zu überbrücken. Shoot mit W. Okay. Mist. Ich hab doch verstanden, wie man es macht. Nochmal. W. Hey, New Wave. Auf Verdacht schießen. Auf Verdacht schießen. Noch 26 Sekunden. Irgendwer redet da. Ich habe keinen Sparchat an. Beziehungsweise mein Mikro. Ich hoffe, Push to Talk ist an. Sonst laber ich die ganze Zeit voll. Nein. Wieso seid ihr so schnell? Also das Spiel macht mehr Spaß als das aktuelle. Okay. Dann schauen wir mal. Jetzt wird's gut. Jetzt gewinnen wir mal. Ich bin felsenfest. Polnisch, glaube ich. Was? Lampe geflogen. Vorsicht, Geist. Möglicher Geist, wer braucht Hilfe? Jungs, ich habe keine Ahnung. Ich laufe euch mal nach. Stirb, du Stuhl. Wer denn? Wo denn? Warum denn? Hier. So, die 30 Minuten Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Also bis jetzt bin ich echt nicht überzeugt von dem Spiel. Die Grafik ist top, das Waffenhandling auch. Aber mit dem Spielmodi komme ich so gar nicht klar. In der Theorie ist das eigentlich ein geiles Konzept. In der Praxis aber jetzt erstmal sehr ernüchternd. Kann natürlich auch ein Skill-Issue allein bei mir sein. Aber was haltet ihr denn so vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.